1000 Läuferinnen und Läufer. Das hat Motivation gegeben. Eine Strecke. Ich bin schon mega gespannt. 21 Kilometer. Und ich konnte kaum erwarten, wieder an einem Lauf teilzunehmen. Gute Laune und jede Menge Spaß. Eine gute Stimmung an der Strecke. Macht euch bereit. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Vergessen, bei unseren Hauptsponsor mit kurz vor 9 Uhr am Rathaus Reinickendorf. Erstmals befindet sich der Start- und Zielbereich des Reinickendorfer Halbmarathons, organisiert vom SCT Gelag Forst und Laufen in Reinickendorf, hier am Eichborndamm und nicht mehr in der Holzhauser Straße. Trotz des nassen Wetters warten Teilnehmerinnen und Teilnehmer gespannt auf den Startschuss durch Bezirksbürgermeister Frank Balzer, der selbst mitläuft, und Bezirksstadtrat Tobias Dolase. Um Punkt 9 Uhr ist es endlich soweit. Es kann losgehen. Das war im Frühjahr noch nicht abzusehen, ob wir einen Halbmarathon veranstalten können. Und wir sind insbesondere dankbar dem Bezirksamt und dem Bezirksbürgermeister Frank Balzer, dass wir hier vor dem Rathaus Start und Ziel machen konnten. Für wen die 21 Kilometer zu lang sind, der kann sich auch auf kürzeren Strecken von 10 bzw. 5,6 Kilometern messen. Und auch an die Kleinen wurde gedacht. Für die Kids werden Läufe von 2,8 und 1,4 Kilometern angeboten. Zudem sind die Berlin-Brandenburgischen Meisterschaften im Halbmarathon in den Lauf integriert. Für die Läuferinnen und Läufer geht es dann 10 Kilometer quer durch den Bezirk, über Borsigwalde bis hin zum Tegeler See und wieder zurück. Diese Strecke wird für den Halbmarathon zweimal gelaufen. Der letzte zusätzliche Kilometer verläuft am Borsigdamm. Schöne Plätze, die Schneckenbrücke, dann verlaufen wir schön durch Tegel, Greenwich-Promenade, wunderbare Orte, wo man langläuft und wo man den Bezirk kennenlernen kann, auch auf der Runde. Insgesamt 3 Stunden haben Teilnehmende für den Halbmarathon Zeit. Khalil Al-Jazem Al-Mahad erreichte das Rathaus Reinickendorf allerdings schon nach 1 Stunde, 11 Minuten und 10 Sekunden. Schnellste Frau wurde Julia Jukutat. Sie absolvierte die 21 Kilometer in einer Zeit von 1 Stunde, 28 Minuten und 46 Sekunden. Ich glaube, es war tatsächlich ein Vorteil, weil ich nicht so gut bei großer Hitze laufen kann. Also wäre es so typisches Augustwetter gewesen, hätte ich, glaube ich, eher Schwierigkeiten gehabt. Klar, mit dem Regen war es jetzt auch nicht optimal, aber besser als wahrscheinlich erwartet. Natürlich gibt es für alle Finisher Medaillen und ausreichend Stärkung im Zielbereich. Wenn ihr jetzt auch Lust auf Laufen bekommen habt, dann haben die Mitveranstalter vom SC Tegeler Forst die richtige Lösung. Am 25. September findet das Run-and-Bike-Event statt. Und im Oktober startet die ebenso beliebte Sega-Serie, für die ihr euch ebenfalls noch anmelden könnt. Und trotz der Wasserschlacht von Reinickendorf sind sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einer Sache einig. Also unbedingt nächstes Mal wieder so ein Marathon bzw. Halbmarathon. Das Wetter war toll zum Laufen. Ein bisschen nass untenrum, aber sonst war es klasse. Bei Sonne und gutem Wetter läuft sich das tatsächlich schwerer. Egal ob bei Regen oder Sonne, der Halbmarathon war ein voller Erfolg. Und auch das nächste Event steht quasi schon in den Startlöchern. Mitte September beim großen IKKBB-Firmenlauf soll natürlich auch wieder genauso gute Stimmung herrschen wie an diesem Wochenende.